Hallo und herzlich willkommen bei Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit der wundervollen Inga Marie Ramke. Hallo. Und Julia Schnetzer. Der nicht so wundervollen Julia Schnetzer. Doch, der ganz wundervollen Julia Schnetzer. Entschuldigung. Extra wundervollen. Der extra wundervollen. Und dem besonders beleuchteten André Lampe. Hallo. Es leuchtet vor dir, hinter dir, über dir, neben dir. Ja, es leuchtet vor allem auch ganz gewaltig vor mir und ich kann. Ja. Oh, ihr seht Heike. Toll aus. Heike. Ja, und wir sind auch mal wieder schön verteilt. Ich bin in Berlin. Ja. Beim guten Freund namens Martin, den auch alle Mitstreamer kennen. Und der kocht gerade, also falls ihr Kochgeräusche im Hintergrund hört, wir sind hier bei das perfekte Dinner. Also nur im übertragenen Sinne oder starkst ja, gleich auch ein Kamerateam von Vox da hinten lang? Ja, das wäre so eine schöne Vorstellung. Ja, die Frau ist, die ist mit Wissenschaft beschäftigt, die muss noch ein bisschen streamen, aber gleich geht's mal zum Hauptgang. Wir haben ein kleines Soufflé vorbereitet. Nee, ich habe das früher ganz viel oft geguckt. Ganz viel oft, ja Mensch. Ganz viel oft geguckt. Auf jeden Fall, das war nebenbei laufen. Ja, total geil. Und die spannendste, oh Gott, jetzt wird hier gekocht. die spannendste Folge war, als eine Frau bei der Vorbereitung in ihrem Esszimmer alles dekorierte und das machte dann Wrums und in dem Fall ist ihre gesamte Oberküchenzeile runtergefallen. Die war noch nicht fertig mit Kochen und nix. Die war nur beim Table-Setting. Und sie musste, sie ist dann rüber und dann wurde dieses ganze Drama gefilmt. Es war nichts mehr okay in der Küche. Es war voll dramatisch. Ich glaube, sie hat dann bei den Nachbarn weitergekocht oder so. Und musste hinterher die Küche renovieren. Hm. Einfach, weil sie die Hängeschränke nicht gehalten haben. Aber findet ihr was aus ihrem Fall? So, vielleicht konnte man das dann Vox anhängen. So viel dazu. Also weg vom Kochen, hin zu Themen vielleicht. Hin zu Themen, ja. Womit fangen wir an? Weiß ich nicht. Womit wollt ihr denn anfangen? Es geht heute um Strömungen. Um Strömungen und die Langmuir-Strömung. Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Ja, ich bin nämlich auch nicht, wollte gerade sagen. Stimmt, ich grätsche da gerade ganz kurz rein. Ist kein Problem. Ja, bevor du im Thema bist, weil ich hatte ja letzte Woche auch Artestream. Ich habe das leider, glaube ich, letzten Donnerstag vergessen zu sagen. Ja, das hast du vergessen, ne? Und da ging es nämlich auch um Meeresströmungen. Es war ein sehr schöner Stream. Wir hatten drei Ladies da und wir waren quasi eine Frauenrunde und es war. Ja, warte mal, ich mach mal. Man kann den noch angucken. Also so, auf Arte TV. Ich kann gleich den Link nochmal posten. Der ist noch online, man kann den angucken. Der war wirklich sehr schön, der hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr coole Leute, sehr coole Gäste da gewesen. Auf jeden Fall ging es dann halt auch um, was Strömungen ausmacht, bla bla bla. Und dann auch um den Coriolis-Effekt. Und es ging ja um eine Doku, ne? Also die hatten ja, die Filmemacherin war auch da. Und in dieser Doku habe ich zum ersten Mal gehört, dass das nicht Coriolis-Effekt heißt, sondern Coriolis-Effekt. Weil der Mann, der das quasi beschrieben hat, oder der Physiker, ein Franzose war, der bla 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 Coriolis hieß. Und in der Doku haben sie das immer so ausgesprochen. Ich war so, ich habe noch nie so gehört. Und wir waren uns dann auch einig in dem Stream, auch mit den anderen Physikern, dass sie alle noch nie Coriolis gehört haben. Also ich auch nicht. Ich auch nicht. Genau. Aber das ist anscheinend die richtige Aussprache. Aber wenn du es so sagst, werden alle denken, weil das niemand so ausspricht. Genau. Ja, ein Coriolis kommt an keiner Stelle hier vor. Schön. Ja, das ist ja auch egal. Ich wollte nur das Ding um Strömung und ich wollte eine kleine Anekdote erzählen aus dem letzten Stream und einen kleinen Funfact präsentieren, dass es nicht Coriolis-Strömung heißt, sondern Coriolis. Das ist sehr gut. Und nochmal auf den Stream hinweisen und wehe, du postest jetzt nicht gleich den Link. Ja, poste mal den Link. Und ich denke, wenn ich hier Langmuir-Zirkulation lese, dass es irgendwas mit Ziegen und langem Haar zu tun hat übrigens. Und nichts mit irgendeiner Strömung.
obwohl Zirkulation zu Ziegen nicht passt. So. Was ist es denn, André? Was ist ja, es? Erstmal will ich noch eine kurze Frage aus dem Chat beantworten. Funhunter fragte, sieht Noradrenalin anders aus? Und Noradrenalin sieht tatsächlich anders aus. Beim Noradrenalin fehlt hier unten, ist das CH3 weg und hier ist ein NH2. Das ist Noradrenalin. Sehr schön. Genau. Aber jetzt Meeresströmung. Und zwar die Langmuir-Strömung oder Langmuir-Zirkulation. Das ist hier, genau, da, das hier ist gemeinfreies Werk. Da unten steht es auf Englisch, also Zirkulation kann man auch mit Z einfach schreiben. Das sind walzenförmige Strömungen. Man kann das hier einigermaßen so erkennen. Ne? Hier oben diese dicken blauen Pfeile sind die Windrichtung. Und der Wind ist die hauptsächlich treibende Kraft von dieser Strömung. Und diese Langmuir-Strömung ist nach diesem Typen benannt, Langmuir. Es wird immer schlimmer, je öfter ich ihn ausspreche. Es ist, kennt ihr das? Nur mal so nebenbei, kennt ihr das Video? Es gibt eine Doku von irgendwie von Pinguinen. Tut mir leid, ich schweife schon wieder vom Thema ab. Es gibt eine Doku von Pinguin-Doku, genau, nicht eine Doku von Pinguin, oh Gott. Oder wurde sie von Pinguin gemacht? Nein, ja, wurde sie nicht. Okay. Ja, Doku. Es gibt eine Doku über Pinguine, die wurde, glaube ich, von der BBC gemacht und ach, wie heißt denn der Schauspieler, der Doctor Strange spielt? Cumberbatch, genau. Benedict Cumberbatch hat diese Doku vertont. Da war er noch nicht so bekannt und war der Sprecher. Und er hat Penguins gesagt. Und mit jedem Mal, wo er Penguins sagte, wurde es immer seltsamer und du hast gar nicht mehr Pinguine gehört. Sucht mal Pinguine und Benedict Cumberbatch. Es ist sehr unterhaltsam, dieses Video zu gucken, wo er davon erzählt und wo man dann so Ausschnitte davon sieht. So, diese Strömung, die mit L beginnt, die ich jetzt nicht nochmal, um mich selbst davor zu schützen. Ja. Die LC, die Langmuir Circulation. Genau, die sind so korkenzieherartige Strömungen, könnte man sagen. Getrieben vor allem vom Wind, aber auch ein bisschen Wellengang hat damit zu tun. Hier in der Abbildung kann man das so schön sehen, es entstehen Walzen, so wie ein Korkenzieher könnte man sich so vorstellen, aber im Prinzip ist es halt, das Wasser bewegt sich so korkenzieherartig quasi nach vorne in Windrichtung, aber so zwei gegenläufige Wellen immer abwechselnd nebeneinander. Und dadurch, ne, hat man halt, wenn man sich das hier vorstellt, hier strömt es halt hoch, genauso wie es hier dann herunterströmt. Da strömt es hoch, hier strömt es herunter. Und dann sieht man schon, hier ist irgendwie was angedeutet. Ne? An diesen Stellen, wo das Wasser nach unten strömt, von beiden Seiten, wird ja quasi alles, was hier an der Oberfläche ist, auf dieser Seite nach links geschaufelt und auf dieser Seite nach rechts geschaufelt, sodass da, wo das Wasser nach unten strömt, alles, was schwimmen kann, zum Beispiel Algen, Treibgut und so weiter und so fort, werden dann quasi in so einem Streifen angeordnet. Und das ist ganz typisch für diese Art von Strömung, dass dann auf dem Wasser teilweise kilometerweit Streifen entstehen. Und das wurde halt zum ersten Mal von diesem Wissenschaftler, von Irving Langmuir, entdeckt in der Sargasso-See 1927, hat er das beschrieben. Und man kann sich das hier auch ganz hervorragend auf so einem Bild hier angucken. Hier sieht man das auf der Oberfläche des Wassers, da sind solche Strömungen, die von diesem Walzeffekt kommen. Also kann man gut erkennen, hoffe ich, im Stream, oder? Im Stream kann man ja die Streifen erkennen. Gut. Ja, das ist nicht die Sargasso-See, sondern eine Lagune. Ja, genau. Also das passiert halt tatsächlich auch
in Küstennähe, genauso wie auf dem offenen Meer. Auf dem offenen Meer gibt es noch so ein, zwei Effekte, die noch ein bisschen mit da eventuell eine kleine andere Rolle mitspielen. Weil ich habe hier auch noch mal Open in Media, wo ich habe hier auch noch ein Bild von tatsächlich Sargassum aus der Sargassosee. Da finde ich aber, da kann man halt diesen Streifen, der ist dann so ein bisschen zerfasert, aber den zeige ich, das zeige ich auch mal. Das hier ist tatsächlich quasi aus der Sargassosee. Genau. Schön. So sieht das aus, ne? Da sieht man einen langen Streifen. Das muss jetzt nicht so total linienförmig sein, aber es gibt halt diese Bewegung. Und wenn das weiter draußen auf dem offenen Meer ist, dann sind diese Strudel relativ groß. Wenn das in Küstennähe ist, dann können die nur ein paar, dann sind die relativ schmal zusammen, wie man hier sieht. Also da können das so ein, zwei Meter sein. Auf offener See, wenn das Meer tief ist, können die bis zu 50 Meter Durchmesser haben. Das heißt also, diese Streifen sind dann alle 100 Meter. So viel Platz ist dazwischen, weil dann so eine große Korkenzieherbewegung hast, die 50 Meter breit ist, aber auch teilweise bis zu 50 Meter in die Tiefe geht. Also das ist so, also es ist jetzt keine feste Grenze, es gibt nicht 50 und das ist das Größte, aber so große Abstände wurden halt schon beobachtet. So, und wie kommt das jetzt, dass es in Windrichtung so eine seltsame Schraubenbewegung ist? Weil das ist jetzt erstmal nicht typisch. Ja, Julia? Ich wollte nur sagen, ich habe leider die Drohnenbilder nicht von unserer Ausfahrt, aber weil eben das Sargassum, das haben wir gerade auf dem Bild gesehen, eben diese Windrows, diese Linien, dadurch kann man die eben gut sehen. Und als wir quasi auf den Feldern waren, wo nicht große Matten waren, aber du hattest über diese Windrows mit der Drohne, da konntest du das sehen, dass diese Windrows eben weit auseinander waren. Ja. Dass du da eben diese, keine Ahnung, 20, 30 Meter dazwischen hast und so. Ah, okay, 20, 30 Meter. Das ist jetzt mal einfach. Ja, okay, ne, nur einfach mal so geschätzt, genau. Aber das ist tatsächlich abhängig von der Wassertiefe. Mhm. Weil du brauchst halt, diese Korkenzieherbewegung muss tatsächlich symmetrisch sein. Wenn das Wasser nicht so tief ist, dann kann die nicht so tief sein. Deswegen ist sie dann halt auch nicht so breit. Ja. Ja. Nein, da war es breit. Ich meine, da ist es ja auch tief. Ja, genau. Also hier kann man das auch sehen, ne? Also es ist eigentlich relativ ungewöhnlich, dass man nur eine sieht. Deswegen würde ich vermuten, hier sind noch mehr an der Seite. Da ist aber nur so viel Platz dazwischen, dass man sie hier auf dem Foto nicht sieht. Das ist natürlich jetzt eine Spekulation, aber sehr wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Nee, aber wenn das auch in der Sargassosee ist, dann ist das Wasser ja tief. Also ja, weißt du ungefähr, wie tief da... In der Sargassosee, ja, so 4000 Meter. Ah, okay, ja, ich meine, wirklich tief. Die Sargassosee ist sehr groß. Ja. Die ist sehr groß, das kann auch tiefer sein, aber es ist also ordentlich tief. Je nachdem, wo man ist. Ja, und es gibt noch mal, es gibt noch einen anderen Effekt, der heißt dann Langmuir-Turbulenz, aber da kommen wir später zu. Ich versuche jetzt erstmal zu erklären, woran das liegt. Und ja, diese, und wie das erforscht wurde, wenn er dann 1920 oder wann das war, das ist ja interessant, wie der da darauf gekommen ist, dass es so eine ganze Kreisbewegung ist. Ah, er hat das entdeckt. Das heißt nicht, dass er vollständig beschrieben hat, wie das funktioniert. Okay, also, aber wie hat er erforscht? Das interessiert mich auch, falls du das weißt. Ich weiß nicht, wie er das erforscht hat, aber ich habe dann jetzt einfach mal gelesen, was dahinter steckt. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, da er Ozeanograph war, ist und die Wellenmechanik oder die Physik der Welleneigenschaften dahinter sehr, sehr kompliziert ist, würde ich sagen, er hat das beschrieben und andere haben dann angefangen, darauf zu arbeiten, um das zu erklären. Wie das genau funktioniert, ist nämlich wirklich faszinierend. Dahinter steckt der sogenannte Stokes Drift, beziehungsweise, also auf Englisch heißt es Stokes Drift. Das ist nach dem dritten Lord Rayleigh benannt. Ist ja auch egal, weil auf Deutsch heißt es nicht Stokes Drift, sondern es heißt hier sieht es noch einen langen Mur. Auf Deutsch heißt es Orbitalbewegung auf Wellen. Nach der Wellentheorie von Gerstner und Ary Laplace. Ja, so geht es schon los. Aber was wichtig ist hier an dieser Stelle, ist diese Abbildung.
diese wunderschöne Animation, die wir hier haben. Ich muss noch mal kurz einmal hier, so und da einmal ein bisschen reinscrollen. Und da wichtig ist, dass ich, also was mir wichtig ist, dass wir hier die, dass es CC BY ist und wir den Namen sehen, weil das ist ja total schön, dass er das zur Verfügung gestellt hat. Das hier ist im nicht total tiefen Wasser, sondern das hier ist Wasser, wo man hier unten quasi am Bildrand unten ist quasi Ende, also da ist der Grund. Ja, also es ist halt so mittleres, tiefes Wasser, dafür ist es simuliert. Und hier kann man jetzt so sehen, wie ein Teilchen, ein masseloses Teilchen, ne, Physik muss immer Annäherungen machen, ein masseloses Teilchen von so einer Wellenbewegung zur Seite transportiert wird. Weil eigentlich ist so eine Hoch- und Runterbewegung von Wellen transportiert zwar etwas zur Seite, aber nicht wirklich so weit, wie man denken würde, sondern das ist halt so eine Kreisbewegung, wenn man dem folgt, weil ne, im Wellental geht es so ein bisschen zurück, kann man dann hier in dieser Welle immer ganz gut nachverfolgen und jedes Mal, wenn hier so ein türkiser Punkt gemacht wird, dann ist quasi ein Wellenzug durchgegangen, also ein Wellenzug ist einmal hoch, einmal runter und dann wird jedes Mal ein Punkt gemacht, dass man sieht, wie viele Schwingungen nötig sind, um diesen Punkt auf der Oberfläche weiter zu transportieren. Und hier kann man schon so ein bisschen erahnen, okay, hier ist tatsächlich etwas, das hier eine Auf- und Abbewegung produziert. Also, ne, dass man irgendwie, wenn man einen Wellengang hat, dann bewegt sich hier anscheinend auch etwas nach unten. Und wenn man jetzt vorstellt, dass man quasi zu den Wellen, quasi jetzt hier so auf den Bildschirm, also senkrecht zu der Wellenbewegung einen starken Wind hat, dass also Teilchen hier langsam zur Seite bewegt werden und auch in diesem Hoch und Runter von der Welle leicht hoch und runter bewegt werden, weil man hier so sieht, ne, bei dieser zweiten Linie sieht man, dass die nicht auf der Wasseroberfläche, aber in der Wassersäule, nahe der Oberfläche, halt vor eher eine Auf- und Abbewegung machen und gar nicht so sehr eine hin und her. Also aber das hier ist schon ein Kreis, etwas Kreisförmiges angedeutet. Und wenn das jetzt zur Seite gedrückt wird durch einen starken Wind, dann wird dieser Effekt halt verstärkt. Weil wenn man irgendwas in einer Kreisbewegung hat, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schnell Fahrrad fahrt und dann den Lenker ganz derbe zur Seite zieht, dann entsteht plötzlich eine Kraft, die nicht zu, also die euch zur Bewegungsrichtung über den Lenker abrauschen lässt. Und wenn hier ein starker Wind ist, wird halt diese Bewegung auch quasi nach unten gedrückt. Also diese Kreisbewegung drückt sich dann auch in Richtung des Windes und sorgt dann dafür, dass man so eine Strömung bekommt. Warum diese Strömungen gegenläufig sind, also so paarweise, ne, also dass sowas entsteht, das ist tatsächlich Teil aktueller Forschung, weil genau wie das passiert, weiß man nicht. Man erklärt es mit diesem, mit den Orbitalbahnen von Wasserteilchen, dass das der Anfang ist und ein starker Wind. Aber theoretisch, wenn die Welle von links nach rechts geht und wir den Wind auf den Bildschirm zuströmen haben, dann sollten das ja alles eigentlich in dieselbe Richtung drehen. Aber tut es nicht. Solche Wasserströmungen sind nicht bekannt, sondern diese Langmuir-Strömung ist tatsächlich, dass es gegenläufig ist. Es gibt so ein paar Theorien, woran das liegen könnte, dass du quasi dann so irgendwann so eine Rotation bekommst und da dann dazwischen so viel Wasser ist, wird quasi eine Gegenbewegung induziert. Also dass das Wasser dann quasi, okay, da geht ganz viel runter und deswegen entsteht eine Gegenströmung. Aber da gibt es keine hundertprozentige Untersuchung zu, dass die Physik komplett erklärt, warum es zu diesen gegenläufigen Schraubenbewegungen kommt. Aber Ausgangspunkt ist auf jeden Fall dieser Effekt von den Wellenteilchen, wie sie sich bewegen, wenn du Wellengang hast und einem starken Wind. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum, wenn man das in Küstennähe sieht, warum diese Linien oft quer zur Küstenlinie verlaufen. Weil du hast die Wellen in Richtung Land und dann einen Wind, der quer dazu steht und dann ist es halt sehr begünstigt, dass diese Langmuir-Strömung oder Zirkulation entsteht und du diese Linien kriegst. Kannst du mal ganz kurz im Chat gucken, ob du vielleicht jemanden namens Queen TV sperrst? Ah, guten Tag. So.
Ist auf jeden Fall relativ komplex. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden. Was hast du nicht verstanden? Hilf mir, was ich nochmal erzählen soll. Nee, das liegt einfach daran, genau dieses Ding, das verstehe ich in der Zweidimensionalität. Ja. Aber ich kann mir jetzt nicht gut vorstellen, von wo da noch irgendwie Wind kommt. Ich würde jetzt vermuten einfach, dass der Wind von links kommt, weil die Wellen nach rechts ausschlagen. Nee, das hier ist Wellenbewegung. Wellenbewegung kann völlig ohne Wind. Ja, genau. Und da ist noch nichts mit drin. Aber die lange hat ja auch irgendwas mit Wind zu tun, oder? Genau, Wind ist quasi jetzt in die Ebene des Bildschirms rein. Du hast die Wellen, die zur Seite wandern und genau, von dir aus gesehen auf dieses Bild zu weht der Wind und dann entsteht so eine Schraubenbewegung. Die Wellen kommen so und der Wind kommt so. Ja. Genau, ich mache nochmal hier dieses Bild, ne? Also die Wellen würden jetzt hier so quer sein, der Wind ist in diese Richtung gerichtet und dann entstehen diese Streifen. Und nur wenn die Wellen quasi so quer sind, also in Landnähe, wenn du dann quasi einen Wellengang hast du automatisch in Richtung der Küstenlinie, weil dort der Meeresboden flacher wird. Also kriegst du eine leichte Wellenbewegung. Ganz, ganz automatisch. Ja. Und das reicht schon, wenn dann starker Wind weht, dass Langmuir-Zirkulation entsteht. Aber wie gesagt, wie das genau, also warum das startet und warum das gegenläufig ist, das ist tatsächlich immer noch eine Sache, wo man versucht, das theoretisch mit Wellenmechanik zu beschreiben und keiner, also es gibt ein paar Gleichungen dazu, ich kann das mal kurz zeigen, aber das ist auch nicht schön. Das verstehen wir hier alle nicht. So, ich... Also, vielleicht die Leute da draußen schon, aber Inga und ich nicht. So, das hier ist dann mal die, das wäre die Wellengleichung für eine Langmuir-Strömung. Ah ja, Ja. Das erklärt einiges. Ja, genau. Ich bin da auch nicht 100% dran lang gestiegen, aber ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und das einmal ausgerechnet. Aber ich wollte es einmal kurz zeigen. So, was jetzt aber total spannend ist, ist... genau, das habe ich erklärt. So, das hier entsteht dann. Das nennt man die Zirkulation, die L-Zirkulation. Entsteht durch einfach nur Wellengang. Du brauchst Wellengang und starken Wind. Also der Wind ist hierbei die treibende Kraft. Aber wenn du dann auch noch Meeresströmungen hast, dann kann es zu einer Langmuir-Turbulenz kommen. Du hast in der Sargassosee diese sehr weit getrennten, also dann teilweise bis zu 50 Meter in die Tiefe reichenden zirkulären Strömungen. Die sind sehr langsam, aber die wälzen das Meer um. Und jetzt sind wir auch schon direkt bei dem Einfluss auf Klima, weil das kann diese Strömung halt auch auslösen. Wenn du eine starke Erwärmung der Meeresoberfläche hast, und das ist dann ja, ne, Sargassosee ist das Subtropen? Tropen, Subtropen. Jeden Fall ist... Subtropen ist nicht tropisch. Okay. Es ist auf jeden Fall sehr warm und wenn du dann eine große Erwärmung der Meeresoberfläche hast und du hast mitten in einem sehr tiefen Bereich, da wo auch Teile des Golfstroms langlaufen und so, ne, also große Meeresströmungen wandern da auch lang, hast du dann so eine Umwälzbewegung, die 50 Meter in die Tiefe geht. Und hast einen großen Eintrag von Wärme dort auch noch. Wellengang und Wärme, es kommt zu so einer Zirkulation. Und dann interagiert mit so einer Zirkulation auch noch eine große Meeresströmung. Was dann passieren kann, ist, man hat eben diese Gleichung gesehen, dass dann sogenannte Tiefenjets auftreten können. Man hat so eine Meeresströmung und an irgendeiner Stelle interagiert das mit einer darunterliegenden Strömung. Du hast entweder, wenn der Wind gegenläufig gegen die Strömung ist oder tatsächlich mit der Strömung, können sich tiefliegende Meeresströmung und starker Wind an der Oberfläche so gegenseitig beeinflussen, dass quasi einmal so eine von diesen Zirkularbewegungen quasi beim Abtauchen, oder also wenn wir jetzt mal so Strömungen angucken, die so gehen, ja, also die sich hier treffen, dass die dann nicht
nach 50 Metern oder nach 30 Metern oder so dann so wieder nach oben strömen, sondern dass sie dann einmal so machen und dann bis zu 500, 600 Meter in die Tiefe quasi eine Strömung auslösen, die dann warmes Wasser in so eine Meeresströmung injizieren kann. Und damit gibt es halt eine plötzliche, starke Durchmischung von warmem Wasser, das sehr viel salzhaltiger ist als das tiefere Wasser. Und das kann halt, es ist halt so schwer vorauszusagen, was dann mit der Meeresströmung passiert. Also warum ist, also warm ist klar, weil es ist Subtropen und dort kommt viel Sonne runter, das heißt, da ist es warm, die Meeroberfläche wird erwärmt. Warum ist es salzhaltiger? Weil viel Wasser an der Oberfläche verdampft. Deswegen, ne, Wasser geht weg, das Salz bleibt da. Das heißt, es ist warm und salzhaltig. Und plötzlich gibt es eine Strömung durch diese Interaktion aus Seegang, Wind und Meeresströmung, was plötzlich in dieses komplexe System von Meeresströmungen ein Jet induziert, also sehr, sehr viel warmes, salzhaltiges Wasser in eine tiefere Ebene hineinspült und das Wasser halt dort ganz anders durchmischt. Und das kann halt zu Wirbeln und Abschwächung oder Verstärkung von Meeresströmungen führen, meist nur kurzfristig, aber es sorgt halt dafür, dass die Stabilität von so einer Meeresströmung, die eigentlich relativ stabil ist, weil gerade da in den Subtropen sind häufig die Stellen, wo kalte Meeresströmungen am Land wieder nach oben steigen, aber korrigier mich, Julia, wenn das nicht korrekt ist, aber so habe ich das verstanden. So ein bisschen wie bei Finding Nemo, diese Achterbahn, also solche Achterbahnen gibt es leider nicht, aber tatsächlich entstehen dann halt kurzfristig solche Jets, die nach unten sind und da wirklich viel Wasser irgendwo hin transportieren und dann solche Meeresströmungen stören oder auf jeden Fall kurzzeitig halt in Schwingungen versetzen können. Und das kann halt, da ist man erst gerade noch am Anfang zu berechnen, was das denn für Auswirkungen hat. Ja. Das würde mich aus Perspektive der Tiere auch, da würde ich mich fragen, ob man da als Wal einfach auf einmal so sich 100 Meter tiefer befindet, spontan, als das, was man geplant hatte. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Hm. Ja, so ein Aufzug fahren, aber so ein Geisteraufzug, von dem man nicht wusste, dass der da ist. Man sieht Heike sehr wenig, Julia, weil vielleicht ist es sehr dunkel mittlerweile. Soll ich mal Licht anmachen? Ja, das war die Langmuir-Zirkulation und ich fand es wirklich spannend, besonders hier diese Animation fand ich irgendwie geil. Also das hatte ich vorher auch so noch nicht gesehen, wie das mit Teilchen in der Wassersäule ist. Und ich bin so froh, dass es Wikipedia gibt, wo man all so eine seltsamen Animationen und Abbildungen überall findet und das auch in so einem Stream weiterverwenden kann. Deswegen, yeah. Und wer das hier auf YouTube sieht, die Links gibt es in der Videobeschreibung. Sorry, kracht gerade alles zusammen. Wie bei Arte, Julia. Ich bei Arte. Sehr gut. So, jetzt sieht die Algen. Ah ja, die Algen, ja. Das die war Algen, ja, warte mal, dann können wir einmal blub. Aber Heike, ich sitze auch einfach direkt vor Heike. Ach so, ja, dann, das ist fies. Dann kann jetzt sieht man so. Ja, jetzt, sie lächelt im Hintergrund. Genau. Ach so, wolltest du die Algen zeigen? Ich habe dich extra... Ja, yeah. Die schauen echt nicht gut aus. Ich habe mich nämlich nicht sehr gut um sie gekümmert die letzten Monate. Ich war halt auch weg eine Weile, ne? Aber sie leben noch. Aber sie schauen echt nicht so. Schon müssen sie blenden aus. Nee, ich aber mit ein bisschen Liebe wird das wieder. Ja. Ich glaube auch. Ich muss einfach mal wieder Wasser wechseln und so. Dir ein bisschen Futter geben und dann. Ja. Dann wieder. Dieser angewiderte Blick ist ganz schön gut. Nee, das ist ein kritischer. Achso, ist ein kritischer, okay. Ich denke gerade hier, das sieht so irgendwie so rot aus. Vielleicht wahrscheinlich, also ich meine, ich müsste die mal wieder unter das Mikroskop halten. Ja, ist irgendwas Rotes drin. Alien Invasion. Das war ja mal quasi eine reine Kultur. Da sind hundertprozentig mittlerweile auch andere Algen drin. Mhm. Ich muss das mal
mal wieder unter dem Mikroskop checken. Ja. Es war Zeitfrage. Eine riesige WG geworden. Ich glaube schon. Also sind ja mit Licht, schauen sie auch noch mal ein bisschen, schaut es ein bisschen fresher und grüner aus. Also sie leben auf jeden Fall noch, ja. Mhm. Also, das ist auch, stinkt auch nicht oder so, also da ist jetzt auch nichts drin verrottet. Man riecht gar der Bruder fragt, ob du die Algen nicht ausschüttest, wenn du das Wasser wechselst. Nee, also jetzt ist zum Beispiel relativ wenig drin, also jetzt kann ich das wieder auffüllen, aber ich habe die vor vom Dreivierteljahr oder so, habe ich echt mal die Hälfte rausgeschüttet. Da habe ich ein bisschen was, ja. Da ich die Wasser vermehren sich ja auch, also es ist ja okay. Da habe ich was geopfert, genau. Genau, da habe ich was geopfert. Ja, und sonst lasse ich die absinken und soweit es geht und dann schütte ich einfach quasi von oben was ab. Da gehen immer ein paar verloren, ist aber nicht so schlimm. Genau. Aber das ist so wechsle ich quasi das Wasser, indem ich es einfach absinken lasse und dann schütte ich was ab. Einfach Leitungswasser oder irgendwas Besonderes? Leitungswasser. Das ist einfach Leitungswasser. Aber da kommt noch so Zeug rein. Und zwar, wir haben ja dieses Set damals bekommen, daher kommen die ja. Und ich habe halt da immer noch, die haben ja irgendwie so ein Pulver, da sind irgendwie, was weiß ich, was da drin ist, halt irgendwas Phosphate, Ammonium oder sowas. Mischung ja, Tüte 1. Tüte 1, genau. Ja. Und damit füttere ich die halt noch. Aber ich füttere die halt eh nur zweimal im Jahr oder so. Deswegen hält es dran. Aber, oh, bis jetzt. Leben du bist Algenmutter. Ich bin immer noch Eigenmama, ja. Hm. Es wird da alles auch akribisch von Heike mit beobachtet und die hält bestimmt alle am Leben durch ihr ja. freundliches Lächeln. Das ist die Zimmermama. Ja. Es wäre geil, wenn sie noch aufräumen würde. Aber das kann sie nicht, weil ihre Arme sind zu kurz. Zu kurze Arme. Ja. Oh. Das T-Rex-Problem. Heike, ne? Sie lächelt einfach den Dreck weg. Ja. sie motiviert immer. Schön. Ja. Hi, Ruck. Bei deinen Tierbewegungen. Oh ja. Hobbit der Große sagt gerade nicht aus Versehen beim Stream aus dem falschen Glas trinken. Du wirst als Wissenschaftler irgendwann daraus darauf getrimmt, dass du Erlenmeyer-Kolben nicht als Getränkegefäße benutzt und dann kann das nicht so einfach passieren. Das stimmt und ich habe es auch weit weggestellt. Aber ich habe als auf dem Schiff, also da war ich ja auch sehr überarbeitet und übermüdet die ganze Zeit und eines Morgens habe ich dann auch Milch in meinen Orangensaft geschüttet. Lecker. Einfach, wenn der Frischkäse alle ist, dann kann man das auch mal machen. Und es war dann auch noch, also es waren mehrere, also es war Sojamilch aus Versehen. Und es war auch, ich habe das da reingeschüttet und ich habe auch eine Weile gebraucht, um zu checken, dass ich das gemacht habe. Also es war nicht so in dem Moment, sondern ich habe das zu Ende gemacht und ich habe es erstmal nicht gerafft. Aber das Ding war, ich habe das dann natürlich noch getrunken, ich bin da knallhart. Das war frisch gepresster Orangensaft. Das hat aber eigentlich ziemlich lecker geschmeckt. Also es war wirklich nicht schlecht. Maracuja-Split. Hä? Maracuja-Split-mäßig. Also ja, ohne Maracuja mit. Ja, ja. Genau. Also es hat am Anfang auch nicht ausgeflockt, dann irgendwann schon. Genau, nee, aber es hat eigentlich ganz, ganz lecker geschmeckt. Aber was ein bisschen schade war am nächsten Tag, habe ich dann rausgefunden, das war der letzte frische Orangensaft. Oh, dann war es schon ein bisschen so, oh, mein letzter Orangensaft. Ja. Hobbit der Große sagt, Sojamilch im O-Saft habe ich auch schon absichtlich getrunken. Na, guck an. Ja, und wie fandest du es? Also ich habe es nicht absichtlich getrunken. Okay, Hobbit der Große, warum hast du es absichtlich getrunken? Weil du weißt, es ist geil. Oh, Duddle Nation sagt, ich habe letztens meine Tasse mit samt frischem Beutel unter die Kaffeemaschine gestellt. Oh ja, okay, das ist... Du brauchtest die doppelte Dosis an Koffein. Oder war es ein schöner Kräutertee und dann... Ja, es kommt auf den Tee drauf an, weil es gibt so eine Schwarztee-Kaffee-Mischung, die gar nicht so schlecht schmeckt. Okay, ich habe versucht, Schwarztee und Kaffee habe ich noch nie gemischt. Aber kommt vielleicht mal auf den... Es gibt ja auch Kaffeemaschinen, wo auch heißes Wasser einfach rauskommt für Tee. Ja. Deswegen habe ich das jetzt gerade gar nicht so verstanden.
Feuchtmilch? Ich denke, du wolltest Fruchtmilch, ja, genau. Feuchtmilch? Ist Milch nicht immer feucht? Ja. Oder Ingwertee mit Kaffee ist natürlich, wobei so ein Ingwer mit Kaffee ist vielleicht gar nicht so schlecht. Früchtetee weiß ich nicht mit Kaffee, aber ja. Ingwer? Ja, aber ich meine, mit Hafermilch oder sowas, da müsste das ja eigentlich theoretisch gehen. Bei Kuhmilch funktioniert es halt nicht, weil du mit der Säure dann diese Casein-Geschichte, das war irgendwie, ach, wie war das nochmal? Du konntest aus Milch den Vorläufer von Plastik machen. Du kannst mit Essig und Milch kannst du Kunsthorn herstellen. Casein. Wir haben das irgendwann mal bei TM-Wissen gemacht. Ja, aber weißt du was? Das ist auch original, wie du Palak-Panier-Zeugs herstellst in Indien. Das ist nämlich mit Essig oder Zitronensäure. Und dann. Das bedeutet, ganz Indien ist eine Vorstufe von Plastik als Hauptgericht. Nein, aber also wenn du das mit Essig machst und dann rauslegst und trocknest, dann hast du tatsächlich das reine Milchprotein, das nennt man dann Casein, und das, wenn das komplett trocken ist, wird das sehr hart. Also und das nennt man Kunsthorn. Warte mal, ich schön. Kühe sind da ja auch heilig, also. Ja. Na, da schließt sich der Kuhpreis. Ja, hier. Kunsthorn oder Milchstein. Milchstein? Ja. Hier, ich werf das mal gerade. Wo ist er denn? Wo ist denn mein... Ja, Horst hat recht. Es geht nur um Panier. Ich musste das als Assoziationskette einmal kurz sagen, Horst, weil ich nicht mehr genug... Ich hätte es nicht mehr klar gekriegt. Ich mache einmal blub. Ja, schön. Das ist ja alles aus Milch, ne? Genau, das ist tatsächlich weiße Knöpfe von, das konnte man, also da, man muss das erst erwärmen und dann, Geschichte und Anwendung und so weiter und so fort. Ich schmeiß mal in Chat. Habe ich noch nie von gehört. Ich habe das auch schon mal nachgemacht. Es ist echt eine Sauerei und es ist nicht einfach, das hinzukriegen. Aber es ist halt, du brauchst mehrere Anläufe und wenn du zu viel Säure hast, dann wird es bröckelig und wird nicht fest, sondern bröckelt so auseinander. Also ist dann eher so wie Hüttenkäse. Aber wenn du es dann wirklich, wenn du dieses kleine Fenster gefunden hast, wo das dann so hart wird, dann ist es tatsächlich... dann muss es drei, vier Tage trocknen, dass wirklich die meiste Flüssigkeit raus ist und dann ist es ja wie Horn. Ich finde das schon eine sehr gute Beschreibung und du kannst dann auch wirklich sägen, feilen, anspitzen und so. Also man kann da wirklich auch, man kann das schärfen und eine Klinge draus machen. Also es funktioniert. Kann man Autokarosserien draus machen. Alles. Einfach alles. Alles. Wow. Schön, wie sind wir da hingekommen? Dass ich auf der Ausfahrt Orangensaft Milch und meine Orangensaft gekippt habe. Wie sind wir da hingekommen? Ja, aus Algen trinken. Aus Algen. Hauptsache, du trinkst nicht aus den Algenbechern. Ah, genau. Ja. Der Chat ist schuld, dass wir eben. Genau. Ihr seid schuld. Olaf fragt, ob irgendwas verwandt ist mit PLA-Filament. PLA-Filament? Das weiß ich so spontan nicht. Ich auch nicht. Geil. Richtig schön abgedriftet. Ja. Wie in einer langen Muir-Zirkulation. Richtig. Aber tief getaucht. Nee, aber das hat nichts mit PLA zu tun. PLA ist eine rein synthetische Faser. Also PLA ist kurz für Polylactide. Aber Lactide hört sich ja... Ja. Sind aber trotzdem vom Englischen Polylactide Acid. Davon weiß ich zu wenig. Ich...
sucht euch doch einen Chemiker-Stream. Ja, ich bin auch, Chemie ist auch nicht mein Hauptfach, Leute. Wir haben jetzt ja auch noch zwei Tiere vorbereitet. Also ja, Tiere. Tiere. Tiere, welches Tier nehmen wir denn mal? Weiß ich nicht. Wir können eins nehmen, also meins hätte was Weißes drin, so wie das Galatit. Ja, warte mal, ich mach einmal. Na, dann mach ich einmal blub und wer zuerst anfängt, fängt zuerst an. Okay, also. Ist mir egal.